Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag. Ich bin gut gelaunt, weil erstens, es ist nicht so kalt wie die letzten Tage. Wir haben gerade mal 0 Grad. Die letzte Zeit waren es ja immer morgens so minus 8, minus 9 und so ganz absurde Temperaturen. Deswegen, es sind nur 0 Grad, richtig nice. Ich gehe jetzt. Wir haben 8.06 Uhr, wir sind heute auch richtig früh dran, das macht mich auch happy, weil wenn ich das, also ich habe die Jungs die letzte Zeit immer so erst um 8.30 Uhr weggebracht, manchmal sogar 8.40 Uhr und da hat man immer so das Gefühl, der halbe Morgen ist schon rum, weil bis ich dann vielleicht eine Kleinigkeit einkaufen war, bis ich zu Hause bin, bis ich Lara fertig gemacht habe und dann mal zum Frühstücken komme, zu Ende gefrühstückt habe, wirklich war es die letzte Zeit immer so 11 Uhr rum. Also wirklich, der halbe Vormittag ist rum und gerade heute, wo ich so viel zu tun habe, ist es richtig nice, dass wir alle relativ, naja, wir waren gegen 7 alle wach, haben uns fertig gemacht und raus. Richtig nice. Genau. Und ja, der Elias wurde gerade schon in Empfang genommen. Mein Baby ist heute vor 6 Jahren und 7 Stunden, um ganz genau zu sein, auf die Welt gekommen. Was? Das ist so absurd. 6 Jahre. Es ist einfach keine Ahnung. Auf der einen Seite denke ich mir so, wenn man Kinder hat, dann hat man das Gefühl so, man kann sich die gar nicht mehr wegdenken. Es ist wie, wenn sie schon immer da gewesen wären. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man denkt so, hä, diese paar Jahre, die sind irgendwie im Flug vergangen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir in der alten Wohnung gewohnt haben und er da seine ersten Essversuche, seine ersten Quatschversuche, seine ersten Laufversuche und alles so, die ersten Schritte sozusagen gemacht hat. Es ist so heftig, also wirklich. Ja, die letzten 6 Jahre hat sich wirklich alles verändert. Und die Veränderung kam eigentlich mit Lias. Er war so dieser ausschlaggebende Punkt, weil mein Mann und ich waren ja damals zwar zusammen, aber wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen mit zusammenziehen, heiraten und was weiß ich was alles. Also das waren zwar alles Wünsche von uns, aber wir hätten das im Leben nicht so in diesen 6 Jahren gemacht, alles, wenn Lias nicht da gewesen wäre. Durch Lias ist sozusagen erst so diese treibende Kraft gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir schauen jetzt, oder beziehungsweise damals haben wir ja erstmal nach einer größeren Wohnung geschaut und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist er eigentlich der Grund, dass wir aus Frankfurt weggezogen sind, dass wir uns ein Haus gekauft haben, dass wir dann auch über Geschwister nachgedacht haben und geheiratet haben und alles drum und dran. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir hätten das alles auch so gemacht, aber wahrscheinlich einfach mal so um 2 Jahre, 3 Jahre versetzt. Und durch ihn wurde das halt einfach alles ein bisschen zackiger. Also, Lias ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Grund dafür, dass wir heute so diese Konstellation haben, wie wir sie haben. Durch Schwangerschaft damals zum Beispiel durfte ich ja auch, ich habe ja damals einen Nebenjob gehabt und war bei der Tankstelle gewesen. Durfte ich von heute auf morgen nicht mehr machen. Und das war auch ein großer Grund, weswegen ich mich noch mehr oder meine Zeit noch mehr investiert habe, dadurch, dass ich dann zu Hause war, dass ich meine Zeit noch mehr auf YouTube und Instagram fixiert habe. Und das, also in der Zeit von der Schwangerschaft von Lias habe ich das noch mehr aufgebaut und habe das so in dieser Zeit auch zu meinem Hauptjob oder meinem Hauptberuf gemacht. Ja, also Lias ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Grund, weswegen mein Leben heute so ist, wie es ist. Ja, also deswegen, ich denke immer an seinem Geburtstag, denke ich immer zurück, so da hat alles angefangen. Da habe ich mich mehr auf YouTube konzentriert, da habe ich meine anderen Jobs aufgegeben. Da war es dann auch so, dass wir angefangen haben, nach einer größeren Wohnung oder Haus zu schauen. Das war dann auch der Grund, dass wir gekauft haben und gesagt haben, damals natürlich ist es nicht nur für uns drei, wir wollen natürlich auch weitere Kinder haben und so weiter. Aber das war so dieser Startschuss, sagen wir es mal so. Wenn Lias nicht gewesen wäre, hätten wir das auch gehabt, aber wahrscheinlich so 1, 2, 3 Jahre später. Ja. Und ja, heute ist es so, wie es ist. Es ist unglaublich. 6 Jahre alt ist er einfach schon.
Mein Großer. Oh, da werde ich sentimental. Okay, hör auf zu quatschen, sonst heule ich hier noch los. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Ich habe mir gestern eine Einkaufsliste geschrieben und werde die jetzt direkt einkaufen. Dann geht's ab nach Hause und ich versuche das zu machen, was ich irgendwie schaffe. Um 10 Uhr muss ich wieder raus, den Lias zum Lokopäden bringen. Um kurz vor 11 hole ich ihn dann wieder ab. Und um 11 Uhr hat er nämlich seine Geburtstagsparty im Kindergarten. Genau, ich habe auch gerade Bescheid gesagt, dass sie das nicht am Ende in dieser Zeit machen, wo ich ihn am Ende gerade abhole. Deswegen habe ich gerade extra nochmal Bescheid gesagt. Und die hat gesagt, okay, dann machen die es von 11 bis 12. Also das ist auch also anscheinend in Ordnung. Die machen das anscheinend immer so eine Stunde circa. Wenn ich ihn wieder bringe und dann halt eben bis zum Mittagessen. Genau, und dann muss ich mal schauen. Ich werde mal meine Tortenfrau anschreiben, ob ich vielleicht früher kommen kann, weil wenn ich dann schon unterwegs bin und ihn weggebracht habe, dann wäre es sinnvoll, wenn ich direkt weiter nach Frankfurt fahre. Ich bin aber in so 35 Minuten ungefähr bei ihr und das wäre dann, ja gut, bis ich den Dias reingebracht habe, ja, dann bin ich wahrscheinlich so 11:45 bei ihr. Es ist also ein bisschen früher, weil wir haben 12 Uhr vereinbart. Genau, und dann geht es direkt wieder ab nach Hause. Und ja, abgesehen von diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, muss ich komplett dekorieren. Habe ich ja schon erzählt. Deswegen mal gucken, wann ich wie, wo, was hinbekomme. Ich bin auch am Überlegen, ob ich zwischen, also bei der Lokopädin, ob ich dann kurz mal nach Hause fahre und dann einfach weitermache. Aber ob sich das lohnt, ist so eine Frage. Auf der anderen Seite würde ich gerne noch einmal ins Solarium gehen. Und es wäre perfekt in der Lokopädenzeit. Das Ding ist halt eben, dass er die Stu Lokopädenstunde geht immer nur 45 Minuten und 5 Minuten werden abgezogen für das Gespräch danach, also wie es gelaufen ist. Das heißt, es sind gerade mal 40 Minuten. Wenn ich ihn wegbringe, muss ich in 40 Minuten wieder da sein. Diese 40 Minuten sind nichts. Das ist so, so, so schnell rum. Deswegen, da könnte ich genau zum Studio fahren, 20 Minuten mich unter die Sonnenbank legen, wieder anziehen und direkt ihn wieder abholen. Aber das wäre auf jeden Fall eine sinnvoll genutzte Zeit, weil wenn ich nach Hause fahre, dann kann ich irgendwie ein paar Kleinigkeiten machen und muss dann auch schon wieder los. Ob das sich jetzt so sehr rentiert, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht wirklich. Und ich habe dem Lias auch versprochen, dass ich nicht komplett alles dekoriere, weil er möchte auch ein bisschen was dekorieren. Also es ist gar kein Thema, dass wenn wir dann um 4 Uhr daheim sind, dass da noch ein bisschen was gemacht werden muss. Deswegen ist es nicht so dramatisch, wenn ich nicht fertig werde, beziehungsweise ich soll ja nicht fertig werden, sagen wir es mal so. Aber die gröbsten Sachen, gerade diese ganzen Sachen, die er sowieso nicht machen kann, sprich die ganzen Ballons an die Decke zum Beispiel zu bringen und sowas, das will ich auf jeden Fall fertig kriegen. Genau. Ich habe mich mittlerweile auch entschieden, was es geben wird am Sonntag für die Family zum Essen. Und zwar Hackfleischbällchen mit Reis. Das ist ein Gericht, was wir immer super gerne die letzten Jahre machen, wenn jemand von uns Geburtstag hat. Also wenn meine Schwester oder ich oder meine Mutter Geburtstag haben, dann machen wir das sehr, sehr gerne, weil das einfach alle total lieben. Dieses sind dann so ganz kleine Hackfleischbällchen in einer Tomatensoße, also wie so eine Soße, die man auch für Spaghetti zum Beispiel nimmt. Und dann halt eben mit Reis. Super lecker, einen schönen gemischten Salat dazu. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, das zu machen. Ich hatte zwischenzeitlich meinem Mann vorgeschlagen, Familienpizzen zu bestellen. Ja, ich dachte mir so, dann habe ich keine Arbeit, voll nice. Kann man auch mal machen, gell? Aber er fand den Vorschlag nicht cool. Also habe ich es gelassen. Und er meinte so, ja, mach doch wieder Lasagne. Alle lieben deine Lasagne. Dann habe ich mal, oh, ich habe die letzten Anlässe die ganze Zeit Lasagne gemacht. Ist doch doof, immer das Gleiche. Das ist doch voll langweilig. Und ja, auf jeden Fall. Heute kommt ja auch dieser Stöpsel, den wir bestellt haben für den Grill. Da ist ja so ein, dieser Anzündeknopf und sowas. Der funktioniert ja nicht mehr. Und da müssen wir uns nämlich, oder da haben wir einen neuen bestellt. Der kommt nämlich heute. Ich bin mal gespannt, weil für die nächsten Anlässe, also zum, na, für die Taufen, genau, wollen wir nämlich auf jeden Fall grillen, weil es dann viel, viel mehr Menschen sind. Wir werden um die 40 Leute sein. Wow, by the way. Ja, deswegen. Ja, aber jetzt habe ich mich dafür entschieden und ich werde jetzt mal alle Zutaten einkaufen gehen. Meine Mutter bringt auch noch ein bisschen was mit, die kommt morgen. Und
also entweder wird sie das komplett alleine machen oder ich werde ihr helfen oder keine Ahnung. Ich habe zu ihr gesagt, sagt mir einfach nur, also im Prinzip ist es ganz relativ einfach. Man nimmt Dosentomaten und macht die einfach in den großen Topf und hat da dann aber auch noch vorher angeschwitzt. Paprika wollte ich gerade sagen, wobei Paprika passt eigentlich auch richtig nice da rein. Vielleicht sollte ich ein paar Paprika kaufen. Zwiebel und Knoblauch. Also im Prinzip, wie wenn ihr eine Pasta, eine Tomatensoße machen würdet für Nudeln, Spaghetti, wie auch immer. Und dann werden da eben Hackfleischbällchen reingemacht. Also so im rohen Zustand. Also ihr nehmt euch Hackfleisch, macht das, verseht das mit sämtlichen Gewürzen, so wie es euch halt eben passt. Salz, Pfeffer und Co. Paprikapulver. Und dann rollt ihr die zu einer kleinen Kugel. Und dann einfach in den Topf reinschmeißen und dann kochen lassen. Es ist eigentlich super easy. Reis abkochen. Und genau, aber ich habe das tatsächlich noch nie selber gemacht, weil meine Mutter das immer macht. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, so, ich kann das selber machen, aber ich bräuchte dann trotzdem nochmal das Okay, ob das so alles richtig ist, was ich da gemacht habe. Und aber sie meinte, nein, ich mache das für mein Lia, sein Geburtstag. Am Sonntagmorgens auch frisch. Genau, und sie hat noch Hackfleisch eingefroren zu Hause und ich habe letztens doch so viel Hackfleisch eingekauft, weil das gute Bio-Hackfleisch war ja voll krass im Angebot gewesen. Und da habe ich ja jetzt 3 Packungen zu Hause, sind 1,5 Kilo und ich glaube, meine Mutter hatte auch gesagt, dass sie irgendwie. Ich muss nochmal die Sprachnachrichten abhören. Waren es 2 Kilo? Keine Ahnung, aber wir sind ja auch jede Menge Menschen. Also wir haben. Wir brauchen da schon ein bisschen was. Deswegen, ja. Aber ich werde jetzt Salat einkaufen und sind auch so einige Sachen leer gegangen. Also Wurst und Käse und alles Mögliche ist irgendwie leer. Deswegen, ich mache jetzt mal einen mittleren Einkauf, würde ich mal sagen. Und dann geht's ab nach Hause. So, wir haben 8.19 Uhr. Ich höre mal auf zu quatschen. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen länger gequatscht und alles erzählt, weil ich mich heute im Laufe des Tages definitiv nicht viel melden werde. Immer mal wieder ganz kurze Einblicke. Ich zeige euch die Torte später, ich zeige euch den Einkauf gleich, ich werde euch später zeigen, wie weit ich mit der Deko gekommen bin und. Und dann ja, wird es jetzt dann im Vlog nur noch ja, kurze Eindrücke halt eben geben. Deswegen jetzt habe ich mal ein bisschen länger gequatscht. Und ja, wir hören uns immer mal wieder am heutigen Geburtstag von meinem Großen. Unglaublich. So, ich bin wieder daheim und das ist alles mitgekommen beim Aldi. Einmal Brötchen mitgenommen, ein paar. Achso, die hier habe ich beim Lidl gerade geholt. Das hier ist vom Lidl und Brötchen und Croissant, alles andere ist vom Aldi. Genau. Ein Sixpack Orangensaft, ist nämlich gar nichts mehr da. Dann Klopapier ist auch so gut wie leer. Spitzpaprika, Tomaten, das hier ist uns leer gegangen, benutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich einen gemischten großen Salat mache, diese Salatkräuter. Perfekt. Ein bisschen was zu naschen, dann Emmentaler Reibekäse zweimal, einmal Penne, dann zweimal 800 Gramm Hackfleisch, Rinderhackfleisch. Und ich denke, dann haben wir echt genug. Also es wird wahrscheinlich zu viel sein, aber mit dem ganzen Hackfleisch, was wir sonst noch haben. Aber ich dachte, lieber zu viel da haben als zu wenig. Würstchen, dann hier diese Mini-Geflügel-Salami. Gouda ist uns komplett leer gegangen, auch diese Wurst ist uns leer gegangen. Salami, Gurke, mein Pudding war leer. Yummy. Dann Brot, ganz viel Salat, verschiedenes Salat. Dann Eier. Es gab noch mein Risotto. Ich esse es so gerne. Habe ich mir gestern auch gemacht und habe jetzt mal hier mal 3 Packungen mitgenommen. Dann habe ich hier nochmal so einen Kuchen mitgenommen, so einen Marmorkuchen. Einfach nur, dass man auch was Trockenes da hat. Mal gucken, ob wir es überhaupt anschneiden. Und ich habe jetzt, dadurch, dass wir ja heute keinen Kuchen machen, weil wir die nächsten 2 Tage Kuchen haben, weil es so nah aneinander alles ist, habe ich gedacht, ich mache später so eine Kuchenplatte und tue die dann so irgendwie stapeln und da irgendwo noch eine Kerze reinstecken. Genau, dass wir später wenigstens zusammen mal am Tisch sitzen, singen und ein paar Donuts essen. Die Jungs lieben Donuts, einer der absoluten Lieblingsgebäcke. Und ganz, ganz, ganz viele Dosen, jede Menge Dosen sogar. Ich glaube, für 3, 3,5 Liter habe ich geholt. Irgendwie sowas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hoffentlich mehr als genug. Genau, das verräume ich jetzt mal schnell. Dann werde ich ganz, ganz, ganz schnell essen. Wir haben nämlich mittlerweile 20 nach 9 und ich muss spätestens um 5 vor 10, also in etwas über einer halben Stunde, wieder hier los. Ja, deswegen verräumt das alles und dann schnell frühstücken und im Prinzip wieder los. So, dann melde ich mich mal wieder. Wir haben 11.27 Uhr. Ich habe euch den Einkauf gezeigt, dann habe ich den verräumt. Habe auf die Schnelle was gefrühstückt.
Und bin dann eigentlich auch direkt wieder los, habe den Dias vom Kindergarten abgeholt, zur Lokopädin gebracht. War währenddessen kurz bei Ernstlings Family und bei Kick drinne und beim Fressnapf. Ich habe Katzenstreu geholt, brauchen wir jetzt. Das hatten wir jetzt letztens neu gemacht und haben nichts mehr da, deswegen habe ich da mal einen 20 Kilo Sack wieder geholt. Mir einen abgeschleppt, oh mein Gott, ey. Katastrophe, ich dachte so, ich gehe schnell rein und nehme mir nur so einen Sack. Normalerweise laufe ich immer mit einem Einkaufswagen rein, aber ich dachte mir so, ach, ich mache einen auf Hulk. Das war wirklich, meine Hand tut mir immer noch weh gefühlt. Bei Kick war ich drin und zwar habe ich wieder, als ich Wochen kurz beim Lidl drin war, in der Nähe von den Kassen sind immer so Trinkpäckchen. Da ist mir eingefallen, ich brauche wieder solche Getränke für die Kinder, weil die sind da immer am Rummachen. Kids verschütteln immer irgendwas. Ich weiß noch, beim allerersten Geburtstag, den ich für den Lias gemacht hatte, da saßen die ja auch auf so Stühlen und da direkt was verschüttet worden. Und seither mache ich das nicht mehr mit Bechern, sondern mit Flaschen. Ich glaube, ich habe es euch das letzte Mal oder die letzten Male auch gezeigt. Und ich habe wieder so Flaschen besorgt. Es gab welche von Peppa Pig. Da dachte ich mir so, okay, das ist wirklich für kleine Kinder. Das habe ich dann gelassen. Dann gab es Paw Patrol, aber es gab nur zwei Flaschen. Und dann gab es diese PJ Masks. Und dann habe ich die geholt. Genau. Da ist allerdings kein Wasser drin. Bei den anderen wäre Wasser, stilles Wasser drin gewesen. Und bei denen ist kein stilles Wasser drin. Da bin ich jetzt am Überlegen. Da ist so eine Art Apfelsaft drin. Da bin ich jetzt mal überlegen, ob ich die aufschraube und da Wasser reinfülle. Ich glaube, das ist nämlich besser, weil das ein oder andere Kind wird dann meckern, weil es Wasser haben möchte. Und dann habe ich dann die Action. Deswegen, ich glaube, ich werde es ausschütten und Wasser reinmachen. Jo. Genau, Namen draufschreiben. Die Kinder sind mittlerweile so alt, dass sie alle ihren Namen lesen können. Und dann gibt es keine Verwechslung und nichts wird umgeschüttet. Beste, was man machen kann. Ich sag's euch wirklich. Das ist die Investition, das ist immer wert. Und diese Flaschen, die man da kaufen kann, diese Kinderflaschen, das sind keine zum Aufschrauben, wo man dann sich auch verschütten kann und keine Ahnung was, sondern das sind welche, die man so aufklappt und dann ist da wie so ein Noppen oben drauf, wo man so dann saugen kann. Also es ist eine richtige schöne Trinkflasche für Kinder. Genau, also kann ich nur empfehlen. Das habe ich besorgt und dann war ich eigentlich auch schon, war es wieder an der Zeit, den Lias abzuholen und dann habe ich ihn in den Kindergarten zurückgebracht. Die machen da jetzt seine Geburtstagsparty sozusagen. Genau, und danach bin ich jetzt kurz zur Post, habe die Retoure zurückgebracht. Oh mein Gott, hier ist sogar schon ein bisschen was weiß. Umso höher man auf den Berg kommt, umso weißer wird es. Es hat nämlich einfach mal eiskalt angefangen zu schneien. Leute, zu schneien. Krass, oder? Also es sind keine dicken Flocken, es ist eher, ich dachte am Anfang, es wäre wie so ein Nieselregen, weil es ganz, ganz, ganz fein ist. Aber es schneit. Ja, ist ja auch für nächste Woche angesagt. Dadurch, dass irgendeine, war das gewesen? Irgendeine Warmfront trifft auf eine Kaltfront. Ich habe keine Ahnung, ich habe das gestern in den Nachrichten gesehen. Und deswegen wird es nächste Woche entweder schneien oder regnen, weil es von den Temperaturen so ist, dass es schneien könnte. Aber da trifft halt eben auch, also es kommt auf jeden Fall viel Wasser sozusagen zu uns rüber nach Deutschland. Und durch die Temperaturen kann es aber auch sein, dass es nicht regnet, sondern schneit. Also we will see. Ich hoffe auf den Schnee, weil den Regen brauche ich nicht. Ihr wisst, ich hasse Regen. Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, gerade die Retoure weggebracht und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Frankfurt und hole die Torte ab. Genau, geht dann direkt wieder ab nach Hause. Ich habe auch gerade per PayPal bezahlt, weil ich es nicht geschafft habe, noch zur Bank zu gehen oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich bin da immer so ein bisschen, ich verpeile das immer, rechtzeitig dann Geld zu besorgen. Ich habe nie Geld bei mir. Ich bin ein richtiger, schon vor Corona, ich bin ein absoluter Kartenzahler. Ich habe echt immer so ein paar Euro, wenn überhaupt. Und das war es dann. So. Wenn ich dann irgendwann mal wieder daheim bin, ich hoffe, ich komme gut durch und komme hier nicht in irgendwelche Streiks rein oder, dann muss ich
echt zackig mit der Deko anfangen. Elias hat mich gerade gefragt, Mama, hast du schon mit der Deko angefangen? Und ich so, nein. Und er so, warum? Und dann bin ich mir aufgezählt, was ich alles gemacht habe seit heute früh, seit ich aufgestanden bin. Eigentlich nur am unterwegs irgendwas besorgen, einkaufen, kurz zu Hause abladen, 20 Minuten zu Hause zu gefrühstückt und dann wieder los. Ja, it is what it is. Ja, und dann hat er auch gesagt, oh, du hast viel zu tun. Ich sage, ja, wenn jemand von euch Geburtstag hat, ist immer ganz viel zu tun. Ja, und wenn ich dann endlich mal wieder zu Hause bin, fertig mit meiner Welt, hoffe ich, dass Lara gut drauf ist und dass ich dekorieren kann. Ja. So schaut's aus, ihr Lieben. Das ist der aktuelle Stand. Und ich würde sagen, ich zeige euch später die Torte. Wobei, da gibt es nicht viel zu sehen, weil die ist, das ist so eine. Es ist wieder eine runde Torte, die hoch ist. So eine, die ich eigentlich immer hole. Ich finde die einfach sehr, sehr, sehr praktisch. Finde die super schön immer. Und die ist einfach nur komplett Gold. Deswegen gibt es da eigentlich nicht großartig was zu zeigen. Ich werde die ja dann, ich glaube, ich werde die heute oder morgen, mal gucken, weiß noch nicht, dekorieren. Und wenn ich die fertig dekoriert habe, dann zeige ich sie euch, weil dann macht es, glaube ich, mehr Sinn. Schaut euch mal diese wunderschöne goldene Torte an. Der Elias wird ausrasten. So, ich bin mittlerweile wieder daheim. Meine Süße spielt unter dem Bogen. Ich habe hier gerade jede Menge Ballons aufgepustet. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Packungen, keine Ahnung. Und die DM-Pakete sind auch gekommen. Ja, jetzt muss ich... Also das Aufpusten ist ja eigentlich schnell gemacht. Dafür habe ich jetzt 20 Minuten gebraucht. Aber da muss jetzt überall so eine Schnur dran. Das nervt so sehr, aber es macht so einen schönen Effekt, wenn es von der Decke dann runterhängt. Und dann müssen die alle an die Decke gebracht werden. So, 1 Million Jahre später, um genau zu sein, 4:15. Mein Mann holt die Jungs gerade ab. Ist es dann mal vollbracht. Hier liegt noch ein bisschen Zeugs rum. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Da kommen ja noch die Süßigkeiten, Stühle und so weiter und so fort. Aber die ganzen bunten Ballons sind wieder an der Decke. Dann haben wir hier dieses personalisierte, diese Lias-Girlande, ein paar Helium-Ballons, die 6. Ich hatte noch eine goldene 6, die ist mir einfach zerplatzt. Okay. Dann hier diese Schwerter, die habe ich einmal hier und einmal hier. Die Pinata muss ich noch dran bringen. Und hier ist nochmal so eine Happy Birthday Girlande. Ansonsten eigentlich nur überall die Ballons. Da hinten ist noch die 6. Hier ist der Kindertisch mit der goldenen Tischdecke. Und das sind diese Getränke, die ich vorhin beim Kick geholt hatte. PJ Mask hat überhaupt nichts mit dem Motto zu tun, aber sie haben auch Masken an, mein Gott, was soll's. Und ja, da kommen dann noch die Schälchen hin mit den Süßkrams. Und ja, so schaut's hier aus. Ach so, wir haben jetzt gerade mal, das ist der Kuchen, weil wir essen morgen und übermorgen Kuchen. Und das ist dann zu viel, 3 Tage hintereinander. Und ich habe den Lias gefragt, was er haben möchte stattdessen. Und er hatte Donuts gesagt, deswegen hatte ich verschiedene Donuts geholt und da jetzt Kerze reingemacht. Wir warten jetzt auf die Jungs und dann werden wir hier gleich mal singen und hier auch schon ein paar Geschenke auspacken. Lara ist am Schlafen, wobei... Danke, Mama. Bitte, mein Schatzi. Hast du das ganz alleine gemacht? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lias. Happy Birthday to you. Ich darf es einem wünschen und auspusten. Es wünschen. Was wünschst du dir? Aber nicht verraten. Nicht verraten. Und jetzt auspusten. Super. Das ist aber auch gut. Aber auch gut ist ohne Notar und so, oder? Ja. Also das geht. Schön, schön, schön. Ich habe überall gesucht. Ninjago-Tattoos und eine Ninjago-Box. Yeah! Ding, ding, ding! Papa, Papa, Mama! Wow, Lila-Lay! Ja, ist das nicht sogar so matschig? Ja, nee, matsch. Ja, Papa. Ja. Hallo
ihr Lieben. Da melde ich mich endlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gestern gemeldet habe, aber wir haben kurz nach 2. Es sind schon 4 Kinder da. Auf 2 warten wir noch. Genau. Soweit ist alles fertig. Ich habe es euch ja gerade kurz gezeigt. Ich habe jetzt hier diese Zuckerauflage. Da habe ich auch nochmal extra geguckt. Die war 6 Monate gültig. Genau, das ist noch alles in Ordnung. Hier haben wir so ein großes Spielzeug, was leicht kaputt geht. Deswegen haben wir es hier hingestellt. Und alles andere habt ihr ja schon gesehen. Da kommen die nächsten. Ich habe euch ja das Essen gezeigt, war jetzt auf den Tischen. Und die Pinata habe ich noch dran gemacht. Genau. Sonst macht die immer Maria. Das ist schon immer das Schwierige. Schau, das ist ein Gummi. Leo, mein Ohr. Guck, hier. Guck, da ist ein Gummi. Was? Auf Diego. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Elias. Happy Birthday to you. Jetzt musst du dir was wünschen. Und? Bravo, sehr gut. Mama. Jetzt weitergehen, Samu. Samu, weitergehen. Super, der nächste.